sortieren, weil ihr seid die denen in der Oberei horzen in Berlin und in Minga, meine Damen und Herren. Und wer Lust und Laune hat, der Stefan ist morgen um. Ich gehe wegen meiner Umwelt, aber der Lautsprecher, ich mag mich nicht. Ich bin morgen um 5 Uhr auf den 18. Fall am Rathausplatz, da geht's weiter. Wir haben einmal Sicherheit, haben wir schon 1000 angemeldet. Die Stadt wird schon ganz nervös, meine Damen und Herren. Wir rocken Deutschland und wir lassen uns nicht mehr aufhalten. Nicht vom Schunk zu Giovanni, vom Söhner, der uns bekämpfen will bis aufs Blut. Er hat begonnen, er kann's haben. Wir sind da. Wir sind gekommen, um zu bleiben, meine Damen und Herren. Uns versprengt keiner, uns macht unser Land keiner kaputt. Aber in diesem Sinne möchte ich mich ganz herzlich zuallererst natürlich auch bei der Stadt für die kooperative Zusammenarbeit bedanken. Ganz, ganz herzlichen Dank auch an unsere Polizei. Die waren hervorragend, vor allem auch die Polizeiführung. Sehr gesprächsbereit, immer willig. Die haben sich nicht einmal eingemischt in unsere Veranstaltung. Und jetzt bin ich gespannt, was unsere liebe Presse heute Abend daraus macht. Wahrscheinlich standen hier wieder lauter Rechtsradikale, lauter Schwurbler, lauter Wahnsinnige. Nein, ihr wisst es besser. Hier stand das Volk und hier stand die Freiheit, meine Damen und Herren. Da, die roten Fahnen schwimmen da drüben. Das sind die vom Staat bezahlten, genannten. Ich kann die auf den Jungen schauen. Ja, da war der. Ja, dann halt nicht. Kinder habe ich selber daheim, ich brauche mir die nicht anschauen. Nein. Also wirklich, bitte mehr einen Applaus an die Stadt und auch an die Polizei, meine Damen und Herren. Ich möchte ganz herzlich bei meinen Kollegen bedanken, beim Rainer. Hey, jetzt zum Schluss, gell? Beim Rainer bedanken, der das Ganze organisiert hat. Ich glaube, der hat einen ganz fetten Applaus verdient, weil er hat das super organisiert, meine Damen und Herren. Ich möchte mich auch bei jedem einzelnen Helfer bedanken. Egal, ob bei dem, der wo Flyer verteilt hat in Nürnberg, überziehen auch Flyer verteilt haben, bei jedem Ordner, bei denen, die irgendwie was vorbeigebracht haben, weil sie selbst organisiert haben.